Weiß noch nicht mal, wo genau ich jetzt hier bin. Ich setze mal ein Panikportal. Man weiß ja nie. Okay, hier ab. Der Punk, der geht hier ab. Keine Energie. Guten Tag. Mach ich einfach eben mit die Ohrhage hier. Hey, lass ihn den. That skill's not ready. So, was hier los? Anscheinend wurde dieser Weg durch einen Einsturz blockiert. Du kannst ihn mit schweren Sprengstoff beseitigen. Die alten verlassenen Minen rund um Old Arcovia sind wahrscheinlich der beste Ort, um ihn zu finden. Drei Stück Dynamit. Bitteschön. Was haben wir jetzt noch? Noch drei Stück Dynamit. Wow. Kiefernwildnis. Bestimmt nicht der Ort, wo wir hin müssen, aber wir gucken hier mal, was hier so abgeht. Ja, mal gucken. Ne? Irgendwo wird mich dieser Weg hier auch noch hinführen. Und wenn es in mein Verderben ist. Ist so. Kein bekanntes Gebiet hier weit und breit. Meine Energie ist nur. Wird nicht mehr. Jetzt verbrauche ich jetzt schon ständig hier meine Energie, ja? Bin dann sehr energiearm unterwegs. Gefährliche Wege. Nehmen wir mal mit. Lesen wir das später. Wer hätte es gedacht? Da hinten noch schwarze Flecken, auch wenn es halt nur eine Wegerschließung ist, aber hey. Hätte mir beinahe übersehen. Halt doch hier! Halt doch nicht weg! Ich mach euch platt. Jeden einzelnen. Das hier wird bestimmt nicht der Weg in nach Homestead sein, ne? Aber ich will hier dennoch gucken, was wir denn hier schon haben. Als ob jemand eilig hier zu mir zu kommen. So. So. Da hinten haben wir wieder ein Portal. Oh no. Wo sind wir hier? Hallo. Du musst ein ganz schön zäher Sliss sein, um es allein bis hierher zu schaffen. Todeszeichen Katwiss von der Schwarzen Legion. Was führt dich hierher, Bürger? Ich erkundige die Gegend. Ich verstehe. Naja, ich kann dich nicht davon abhalten, da hinauszugehen. Aber ich muss dich warnen. Mit der Wildnis ist nicht zu spaßen. Die raue Wüste im Westen ist voller Manticoren. Aber wenn du dumm genug bist und dich hinaustraust, könntest du mir vielleicht etwas zurückbringen? Ja, klar. Die Wüstenjäger-Manticoren besitzen in ihren scharfen Schwänzen ein starkes Gift. Es ist ziemlich ätzend und kann nahezu alles durchbrennen. Ich hoffe, dass die Legion es gegen die ktronischen Eindringlinge einsetzen kann.
Wir haben es in der Nähe von Homestead mit einer großen Kultistengruppe zu tun und beginnen damit, die größeren Dämonen aus der Leere herbeizurufen. Das Blatt muss sich schnell zu unseren Gunsten wenden. Oder es wird bald kein Zuhause mehr für zum Verteidigen geben. Aha. Wenn du mir eine Giftdrüse eines Wüstenjägers bringst, gebe ich dir gerne eine Klinge, die speziell mit ihrem Gift überzogen ist. Sollte im Kampf schweren Schaden anrichten. Was sagst du dazu? Ja, ist okay. Kein Schritt weiter. Du hast ein Lager der Schwarzen Legion betreten. Sag, was du hier willst. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen. Naja. Wir haben zurzeit wenig Männer und die Bestien sind zahlreich. Du würdest uns allen einen Gefallen tun, wenn du einfach alles tötest, was sich in der Wildnis herumtreibt. Aber wenn du nur gerne dein Leben riskieren willst, habe ich ein paar Ziele im Auge, für deren Eliminierung ich dich gerne bezahlen würde. Im Westen liegt ein Gebiet, das als raue Wüste bekannt ist. Dort wirst du ein Manticorenrudel finden. Ach so, Mensch, da muss ich ja eh hin. Seine Matriarchin Mugara ist eine blutrünstige Bestie mit einer Vorliebe für Menschenfleisch. Töte sie und ich gebe dir einen schönen Anteil an Eisenstücken. Okay. Was wolltest du hier noch? Eisner, halt deine Waffen still, dann gibt es keinen Ärger. Okay, wer hätte das sagen? Sprich mit Vala. Der hier, okay. Gut. Hattest du schon Glück mit dem Matikorn? Nö, noch nicht. Aber wir wollen da ja noch hin. Jetzt kommen wir ja wieder ganz weit ab vom eigentlichen Weg, ja? Schade, dass die anderen Matikoren, die wir da gesehen hatten, nicht zufällig schon sowas gedroppt hatten. Aber naja, was willst du machen? Man kann nicht alles haben. Boah, hält der viel aus. Aua, 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 aua. Das war's. Ich bin tot. So, dann halt nochmal. Na. Da, Kiefernwildnis ist doch gar nicht so weit davon weg. Mein ist zwar halt, ne, abseits von Dingens. Liegt so die Tyrannenfeste und so. Das liegt ja letztendlich hier alles in einer ganz anderen Richtung, aber gut. Machen wir eben schnell die Quests. Ich denke mal, wir müssen hier für die Hauptquest irgendwann nochmal hin. Oder? Oder ich erkunde hier einfach auf eigenen Gedünken. Kann man ja auch machen, ne? Nachher würde einen die Hauptquest gar nicht hierher führen. Oder wir nehmen der Hauptquest halt schon was weg. Wir sind ja auch Level 41. Ich glaube, wir sollten hier noch nicht sein. Ich bin mir nicht sicher. Wenn das jetzt hier so weitergeht, dann tatsächlich wahrscheinlich eher nicht. Okay, wir sind zu Level 38. Ja, dann geht's. Aber wahrscheinlich nur eine oder so. Wird schon. Irgendwie. Du hast gar keine Skelette mehr. Das ist dir gut aufgefallen. Wir gucken da hinten erstmal. Mal gucken. So, nicht so viel zu gucken. Also wird hier nicht. Quer durch euch. So. Ob ich jetzt hier noch überall richtig bin? Ich denke mal schon, weil es liegt ja im Westen, die komische Wüste, ne? Hat er gesagt, oder? Im Westen, also nicht hin, hat er gesagt. Wird schon gut gehen.
Und wenn nicht, dann liege ich halt gleich in Dreck und heule und weine, wie furchtbar es mir noch geht und so. Eigentlich sollte ich ja noch rumsen. Eigentlich. Und dann wurde ich abgelenkt. Durch andere Wege, die ich dann gesehen habe. Und wie mein Kopf halt manchmal so ist, so, oh, da ist noch ein anderer Weg. Och, ja, gehen wir da mal lang. Warum denn da lang gehen, wo ich dann eben weiterkomme? Nee. Ein wurzelter Baumstumpf. Ui, toll. Brüllt denn da so? Der brüllt und seine Leute gemacht. Zack. Stimmt der Dicke hier mit seiner riesigen Keule. Ach, guck mal, die raue Wüste. Sachen gibt's. Der Wahnsinn. Lass mal hier noch zu Ende erkunden, bevor wir halt sonst wohin gehen. So, jetzt kommen wir meinetwegen so langsam Richtung raue Wüste. In der Hoffnung, dass es nicht allzu rau wird. Das ist mein Steinhaufen. Hallo, geht's um Steinhaufen? So. Konnte er sich gerade nicht entscheiden, irgendwie. Er hatte seine kleinen Probleme. Mit dem Steinhaufen. Ist halt auch nicht jedermanns Sache. So ein Stein. Will halt nicht jeder hingehen. Auf Befehl. So, da hinten haben wir mal die Korngift und Gedöns. Ja, dann gucken wir mal. Wahrscheinlich wird die Waffe, die wir dann halt auch kriegen, total kacke sein. Ich gehe mal davon aus. Oftmals sind solche Waffen total kacke. Ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Hat nichts mit dem Spiel zu tun, ist einfach so oft bei Spielen. So, hey, ich mache dir eine ganz tolle Waffe mit Giftgedöns. Aber hey, du hast ja schon eine viel bessere Waffe durch irgendwas anderes. Passiert. So. Vorhin wurde mir hier noch irgendwo ein Sternchen angezeigt. Jetzt natürlich nicht mehr. Warum denn auch? Da hinten sind Sternchen. Jede Menge Sternchen. Also echt nicht wenig. Oh Gott. Panikportal. Puh, ich habe ein Panikportal gesetzt. Cool. Ich bin wieder hier. So, dann will ich mal ganz kurz beim Schmied mal vorbeischauen. Nur mal gucken, ob ich denn hier was ganz Tolles herstellen könnte. Irgendwie was ganz Tolles. Spielerstufe 15, ja, nee, danke. Er hat nichts Tolles, ne? Schweinerei. Mal einmal die richtig guten Baupläne und sowas. Eigentlich alles Schrott, was er hat. Guck mal. Für Level 40. Huiuiuiuiui, das packen wir uns mal gleich in die Dingens. Huiuiuiuiui. Außer es verschwindet halt, deswegen wurde auch immer hier auch immer das andere Ding, was der mal reingelegt hat. Das war einfach weg. Naja, und genau, wir haben ja noch gefährliche Wege da irgendwo gefunden.
im Kiefernwald. Diese Narren verflucht seien die kaiserlichen Soldaten für die Aufgabe ihres Postens bei Tywin's Hold. Welch Teufelei hat sie dazu getrieben, so etwas zu tun? Wollen sie etwa zusehen, wie Reisende getötet und Barbaren und Wilden von Barbaren und wilden Tieren aufgefressen werden? Ich zahle dem Kaiserreich hohe Steuern. Ich habe mich verzogen in der Zeile. Da. Ich zahle dem Kaiserreich hohe Steuern, um die Sicherheit auf den Straßen zu gewährleisten. Wenn sie ihren Teil nicht beisteuern, werde ich meinen einfach auch nicht dazu tun. Wenn ich zur Kaufmannsgilde zurückkehre, werde ich eine formale Beschwerde gegen Kaiserreich und die Armee einreichen. Wenn ich genug Unterstützer aufbringen kann, dann können wir die großen Städte boykottieren und großen Druck auf die Diplomaten von Irulan ausüben. Vielleicht können wir sie sogar dazu bringen, an der Gilde eine Entschädigung zu zahlen. Sie mögen Mitglieder des Königshauses sein, aber sogar sie werden sich der Macht des Geldes beugen müssen. Es würde mich wahrlich sehr zufriedenstellen zu sehen, wenn mir das allmächtige Kaiserreich für eine Umkehr zu alten Zuständen vor der Gilde buckelt. Und hier weitere wunderbare Nachrichten. Ein Reisender auf dem Weg nach Norden wurde von Banditen aus südlicher Richtung ausgeraubt. Das Schlimme daran ist, dass viele dieser Kriminellen mit soldatlicher Uniform bekleidet waren. Es ist möglich, dass das Regiment von Tywin's Hold abtrünnig geworden ist. Ich denke, es ist allerhöchste Zeit, dieses schwächliche Herrschaftssystem loszuwerden. Es ist Hochverrat, solche Gedanken auch nur zu denken. Nicht minder sie niederzuschreiben. Aber wenn wir das überleben, dann wird es allerhöchste Zeit für dramatische Veränderungen. Pavel Ludnum. Okay. So, gab es hier noch irgendwie was Tolles? Irgendwie was, wo ich sagen würde, das will ich aber aufheben. Das mal vielleicht anlegen. Oh Gott, das will. Nein. Nee. Hier noch ein Helm. Nee. Das hatten wir schon. Ja, ich glaube, dann kann der Rest auch weg. Okay. Hier verkaufen wir mal bei dir. Weil du einfach mal gerade in der Nähe bist. Das kann auch weg. Das ist ein Amulett. Das kann weg, das kann weg. Tüte kann weg. Und das kann weg. Das auch, das auch. Und das. Und das. Rest müsste hier Komponenten und sowas sein. See you around. Safe storage. Gut, doch, ey. So, alles da rein. Das da rein. Hier war doch schon mal so ein Ding da. Okay. Zusammengebaut. Neu sortiert. Porscht. It's safe with me, I promise. Okay. Und jetzt irgendwie zurück in mein Glück. Zurück zu dem Manticorn, wo ich eben gestorben bin. Ja, das fängt ja gut an. Hui. Schön ist es wieder hier zu sein. Meine Bestie ist auch fast tot. Yay.